Na gut, du bist unwichtig. Okay. Dann schauen wir mal hier drüben weiter nach. Ich weiß gar nicht, ob hier oben jemand war. Du hast nichts. Ich glaube, hier war niemand, oder? Hier war bloß der eine Salarianer mit dem Kakliosaurier. Das hatten wir ja schon abgearbeitet. Wirklich? Und die ersten Einheiten reiten bereits in die Schlacht? Also das ist... Genau, da drüben war auch keiner mehr. Okay, dann können wir ja gleich wieder drüben weiter lang machen. So, irgendjemand hier, dich hatten wir schon, glaube ich, ne? Noch eine gefunden? Ja. Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Okay, dann schauen wir mal hier unten. Die Schiffe können in 36 Stunden da sein. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Nein, die Evakuierung ist völlig ausreichend. Danke, Botschafterin. Botschafterin? Ich koordiniere die Flotte, solange wir hier sind. Kolonien evakuieren, turianische Verteidigungslinien stärken. Oh. Genau hier war es, glaube ich. Auf den Tag vor 3 Jahren. Was? Dass Sarens Attentäter mich beschossen haben. Ich war neu auf der Citadel und dachte, ich brauche keine Barrieren. Großer Fehler. Saren wollte sie umbringen? Ja, ich hatte bei den Guests die Aufnahme gefunden, die bewies, dass er für die Reaper arbeitete. Ich ging nach Ilium, um die Behörden zu informieren, aber Sarens Söldner griffen mich an. Ich entkam nur knapp. Ich ging an Bord eines Frachters und kam hierher. Ich dachte, ich wäre sicher. Und so ist Talia damals überhaupt erst bei uns im Squad mitgelandet, weil sie eben diese Informationen hatte. Das haben sie nie erzählt. Wie schlimm war's? Eine Poloniumkugel in den Arm. Schon nach wenigen Minuten hatte ich Fieber. Es war die erste echte Verletzung auf meiner Pilgerreise. Ich lief sofort zur Ratsbotschaft, bat um Schutz und bot die Daten über Saren an. Der turianische Beamte nannte mich Anzugratte. Ich sollte abhauen, sonst würde er mich von der Station werfen lassen. Ich wünschte, er könnte sie jetzt sehen. Hat er gerade. Das war er. Ich glaube nicht, dass er sich erinnert. Und trotzdem unterstützen sie ihn jetzt. Der Krieg ist zu groß für alten Groll. Sie haben uns das gezeigt. Wir haben Frieden mit den Geth. Ich habe keine Zeit für einen dummen Turianer. Außerdem ging's gut aus. Ich schaff's in die Bezirke, sie finden mich. Happy End. Richtig. Und jetzt bekommen die Turianer die verzweifelt benötigte Hilfe. Ich hätte ihm beinahe gesagt, wer ich bin, damit er sich entschuldigt. Vielleicht mussten wir beide erst erwachsen werden. Der Unterschied ist, dass sie geholfen haben. Der Unterschied waren sie. Ach, Tali. Alles sieht so friedlich aus. Na gut, schauen wir mal, ob wir sonst noch irgendwas hier haben. Ich glaube, hier drin ist nichts mehr, ne? Nee. Bei der haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Okay. So viel ist es ja doch nicht. Ich hätte gedacht, dass es mehr ist, was wir hier noch machen müssen. Okay. Liara müsste ja auch noch... Ach, die steht immer noch hier an der Ecke, okay. Alles klar. Hallo, Shepard. Und halt immer noch nichts für uns irgendwie zum Reden. Na gut, wenn sie meint. Ich habe immer noch die Vermutung, dass irgendwo Balavon vielleicht rumstehen könnte. Aber die sehen ja auch alle gleich aus, die Volos in ihren Anzügen. Das ist ja schrecklich. Bei den Quarianern kann man es wenigstens immer noch so ein bisschen unterscheiden. Aber die Volos sehen wirklich alle gleich aus. Na gut, hier ist also überhaupt nichts mehr für uns, nichts Neues. General Oraka sitzt immer noch faul in der Gegend rum. Ah, hier können wir noch was abgeben. Oder haben wir das schon? Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Ah nein, sehr gut. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Er wird eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Wunderbar. Ich hätte euch aber auch, wie gesagt, einen Proteaner zur Verfügung stellen können. Der hätte euch das ohne Probleme übersetzt. So, jetzt müssen wir bloß noch Miranda finden. Die ist dann wahrscheinlicherweise irgendwo hier in der Ecke. Oh, bei dem gibt's auch noch was? Das hier habe ich aus einem Störturm der Geth. Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Wie zum Teufel sind Sie? Schon gut. Bei so einer Tech ist mir völlig egal, wo sie herkommt. Meine Leute werden sich das genau ansehen. Und wenn der Krieg wieder hierher kommen sollte, können wir vielleicht mehr Leben retten.
Okay, haben wir tatsächlich noch was gehabt, was wir abschließen konnten. Jetzt müssen wir bloß noch Miranda finden. Ist sie nicht hier? Doch, Miranda. Apartments, ach so. Ah, die ist in einem Apartment. Ach, da kann ich hier unten ja ewig suchen. Ja, ich habe ja bloß im Gang geschaut, ob da irgendjemand rumsteht, aber wenn sie natürlich in einem Apartment drin ist, dann bringt mir es nichts, bloß in den Gang zu schauen. Okay, probieren wir es mal gleich hier drüben. Ich denke mal, es wird eher auf der Seite mit sein. Oder? Ja, da drüben ist eins offen. Schauen wir mal rein. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein, aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Das wissen wir aber eigentlich auch schon, weil der Unbekannte damals der Meinung war, dass jegliche Veränderungen an Shepard seine besonderen Fähigkeiten untergraben könnte, sozusagen. Das hatten wir eigentlich in Mass Effect 2 alles schon besprochen, würde ich denken. Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein, aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Ich verstehe Ihre Beweggründe. Sie kannten mich ja gar nicht. Ich hatte vorher noch nie mit so vielen Blackboxes zu tun. Ich fühlte mich blind. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mich auf unzählige Arten verändern können, haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Ach man, Miranda, sei doch nicht so geheimniskrämerisch. Geht es immer noch nicht los mit dem Auftrag? Meine Güte, ich dachte, jetzt wäre es endlich mal soweit, aber nee. Also wir kriegen da auf jeden Fall noch eine Mission, das kann ich schon mal verraten. Aber ich dachte, es wäre jetzt schon soweit, ist es aber immer noch nicht. Na gut, von mir aus. Dann war es das auch schon wieder für die Citadel. Wir haben jetzt alles abgearbeitet, haben sehr, 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 sehr viele Nebenaufträge abgegeben. Können wir mal kurz auf die Liste schauen. Ich glaube, da sind immer noch ein paar offen. Aber bei weitem nicht mehr so viele wie vorher. Tessia ist Hauptauftrag. Dekuna haben wir jetzt noch dazu gekriegt. Eden Prime verschwindet nicht. Messana Notsignal. Das ist die Asari-Kolonie, genau, das müssen wir da noch machen. Das ist im Prinzip, naja, es ist ein größerer Nebenauftrag. Und Landurlaub, Dr. Bryson, das sind, und Aria, das sind DLCs und Cerberus-Verschlüsselungen. Okay, die haben wir noch nicht. Weiß ich nicht, ob wir die verpasst haben oder
wie es aussieht, da keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall haben wir so gut wie alles abgearbeitet an Nebenaufträgen. Coole Sache. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zur Normandie. Einen Moment, bitte. Ah, ich hätte auch gleich mit dem Rapid Transit fliegen können, fällt mir gerade auf. Na gut, was soll's. Ankunft in Andockbucht D24. Passt schon so, passt schon. Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne Isiro-Kern betreibt? Wieso stehen die eigentlich immer noch rum? Ich habe ihr doch schon mittlerweile geholfen. Naja, gut, was soll's. Wir verschwinden mal von hier und stürzen uns wieder in den Weltraum. Los geht's. Weg von der Citadel und wieder nach Dekuna. Jetzt habe ich bloß das... Nein, ich will nicht wieder hin. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht mehr weiß, ob Dekuna jetzt im Silean-Nebel war oder in dem anderen. Aber ich glaube, es war der Silean-Nebel, ne? Ich glaube schon. Die Frage ist nur, in welchem System? Das weiß ich nicht mehr. Es war nicht das System. Ich würde denken, es war eins von denen hier oben, oder? Kann es sein, dass das Nahuala war? Ich würde denken, das war irgendwo hier drüben mit. Ist das da Dekuna? Kann das sein? Nein, ist es nicht. Okay, hier sind wir nicht richtig. Probieren wir es mal nebenan im Fontes. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. So, ja, ich glaube, hier ist es genau. Da drüben, das ist, sieht doch aus wie Dekuna. Ja. Ah, fast richtig gemerkt. Gleich fast im ersten Anlauf. Ey, ich kann hier jetzt aber nichts machen, das ist das Problem. Neue Sachen zum Scannen gibt es auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, was genau ihr jetzt von mir hier wollt. Ich kann ja nichts machen. Tja. Weiß nicht, auch auf dem Mond nebenan nicht. Weiß nicht, was sie wollen. Gut, okay, auf jeden Fall können wir jetzt nichts tun. ÖLG-Sprung erfolgreich. Dann verschwinden halt wieder von hier. Mal sehen, vielleicht tut sich ja noch was bei der Mission. Vielleicht kann ich das dann erst später durchführen oder so. Dann... Dann... Hätten wir jetzt entweder die Asari-Kolonie oder... Geheimes Artefakt finden? Okay. Wofür war das jetzt? Ach so. Nee, das ist ja Tessia. Nee, da will ich nicht hin. Nee. Das machen wir jetzt noch nicht. Das ist dann Hauptmission. Da will ich mich noch nicht reinmischen in die Sache. So, wir könnten jetzt die Kolonie untersuchen oder ein DLC machen. Ach komm, lass die Kolonie untersuchen. Okay. Das ist nicht in dem System. Okay, alles klar. Das wird wieder ein etwas größerer Nebenauftrag und wir haben ein Wiedersehen mit, ich glaube, dem letzten Squad-Mitglied, das wir noch nicht wieder getroffen haben. Ich würde denken, abgesehen von dem Squad-Mitglied, das wir jetzt wieder treffen, müssten wir alle schon wieder gesehen haben, die wir jemals bei uns mit dem Team hatten. Glaube ich zumindest. Na, schauen wir mal. Okay, wen nehme ich denn da mit? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich nehme Jarvik mit. Und vielleicht noch Liara. Ja, warum nicht? So, dann muss man bloß bei Liara nochmal ein bisschen an den Skills arbeiten. Waffen weiß ich gar nicht. Waffen. Ja, wir können ja zumindest mal die in die Hand drücken, die wir auch aufgewertet haben. Nämlich die Geth-Bogenpistole. So, wieder mit... Ja, Durchschlag brauchen wir vielleicht nie unbedingt. Nehmen wir den Großkaliberlauf. Und... Weiß nicht, brauchen wir das bei ihr? Ach komm, ich mach's einfach mal rein. So, okay. Und die Skills bei Liara. Oh ja, da gibt's viel auszugeben. Erstmal auf die pure Biotik hier. Bonus auf Waffenschaden, erhöhte Kraftstärke. Gehen wir mal eher auf die Kraftstärke. Aufladetempo aller biotischen Kräfte. Oh, das klingt gut. Oder Aufladetempo von Liaras Singularität. Nee, da gehen wir darauf. Das erhöht nämlich auch das Aufladetempo unseres Sturmangriffs. So, dann gehen wir auf die Stase. Und pulvern da mal ein paar Punkte drauf. Die Dauer oder 150% mehr Schaden, bevor Stase aufgehoben wird. Machen wir mal das hier.
Gut, und bevor ich jetzt starte... Achso, scheiße, jetzt habe ich schon gestartet. Na gut, los geht's. Informationen über die Mission, Liara? Ja, und jetzt verstehe ich auch die Geheimhaltung des Oberkommandos. Es geht um ein Adad-Yakshi-Kloster. Adad-Yakshi? Wie Morinth? Morinth entschied sich zu morden. Diese Adad-Yakshi isolieren sich, um das zu verhindern. Aber das macht sie nicht harmlos. Ihr Drang kann übermächtig werden. Die Elite-Soldatinnen wurden also geschickt, um das Notsignal des Klosters zu untersuchen. Welchen Befehl hatten die Soldatinnen? Falls die Gefahr besteht, dass die Adad-Yakshi entkommen, sollten die Soldatinnen das Kloster säubern. Säubern? Also zerstören? Genau dazu hatten sie schweren Sprengstoff dabei, ja. Okay, wir erinnern uns an Mass Effect 2. Samara hatte damals gesagt, dass es noch genau 3 Adad-Yakshi gab. Eine davon haben wir getötet. Und die anderen 2 sind die jüngeren Geschwister von Morinth, also auch Samaras Töchter. Wir können uns also denken, wir treffen auf Samara wieder. Und ich würde denken, Samara müsste das letzte Squad-Mitglied sein, das wir noch nicht wieder getroffen haben. Danach haben wir dann also alle mal wieder gesehen. Morinth war gefährlich, aber sind die Adad-Yakshi so eine Bedrohung? Morinth kam gerade erst in Fahrt. Adad-Yakshi hinterlassen astronomische Opferzahlen. Darum dürfen sie nicht frei sein und deshalb schämen sich die Asari auch so sehr für sie. Das Oberkommando wird erst ruhen, wenn der Ort zerstört ist. Es würde keine einzige freie Adad-Yakshi riskieren. Keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht kam das Notsignal von den Adad-Yakshi. Wenn wir den Ort für die Asari zerstören, will ich wissen, was passiert ist. In Ordnung. Sobald wir dem Oberkommando Bericht erstatten, endet das sinnlose Töten. Die Asari-Elite-Soldatinnen finden. Bis bald, Steve. Okay, bevor wir jetzt aber loslegen, mache ich eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Was haben wir denn hier Schönes? Shuttle. Das Shuttle ist noch warm und wurde kürzlich benutzt. Es ist also jemand anders hergekommen. Gut, ich hab's ja schon verraten. Samara ist hergekommen. Die werden wir gleich wiedersehen. Ist jetzt aber auch nicht so überraschend, dass sie hier auftaucht, sag ich mal, ne? Gut, schauen wir nochmal kurz in die Ecken, ob wir hier noch mehr rumliegen haben. Ich glaube aber nicht. Okay, dann lass uns reingehen. Mal sehen, wie so ein Asari-Kloster von innen aussieht. Soll da keiner rein oder eher keiner raus? Wir haben ja zum Glück noch eine Leiter. Sieht nicht so klosterlich aus hier. Ups, Verzeihung. Dieses Geräusch. Da draußen ist mehr als eine von denen. Na, hier sieht's ja wunderschön aus. Zur Erinnerung, es ist Schülerinnen nicht gestattet, einander in ihren Quartieren zu besuchen oder sich unbeaufsichtigt irgendwo zu treffen. Außerdem ist Schülerinnen der Extranet-Zugriff erst nach Genehmigung durch leitende Mitarbeiterinnen erlaubt. Für diese Regeln gibt es keine Ausnahmen. Beim ersten Verstoß beträgt die Strafe 1 Monat Freiheitszeitentzug. Weitere Vorkommnisse werden mit Haft geahndet. Unser Kloster ist unsere Zuflucht. Damit das so bleibt, müssen wir Opfer bringen. Wenn wir das tun, vertraue ich darauf, dass sie weiterhin die Ordnung und Ruhe genießen können, die dieser Ort uns bietet. Matriarchin Galay. Ich höre etwas. Wachsam bleiben. Tulay, du wirst nicht glauben, was Yannis reingeschmuggelt hat. Eine Kopie von Venia. Wir treffen uns nach dem Abendessen in der Bibliothek. Bring Bücher zum Lernen mit. Rila hat heute Nacht Flurwache, also verhalte dich natürlich. Wir sind an den östlichen Videogeräten. Das wird der Hammer. Bis dann. Oh, und lösche diese Nachricht, sobald du sie gehört hast. Nicht so wie beim letzten Mal. Sie hat's wohl auch diesmal vergessen. Venia hatten wir auch in Mass Effect 2. Ich würde denken, das war das Video, das auch Morinth so toll fand. Tja, die Adad-Yakshi haben wahrscheinlich alle recht ähnliche Vorlieben, nehme ich an. Oh. Die Funkstille der Soldatinnen rührt sicher daher, dass die Reaper sie hier empfangen haben. Das Kloster ist sehr abgelegen. Was wollen die Reaper von den Adad-Yakshi? Was Brauchbares? Ein Lageplan mit einem eingetragenen Navipunkt für eine Bombe.
In einem Raum, der Große Halle heißt. Es wurde entschieden, diesen Ort zu säubern. Erdat Yakshe oder nicht, eine Evakuierung hätte viele Leben gerettet. Wenn es keine Überlebenden gibt, zünden wir die Bombe in der Großen Halle. Okay, wir werden es sehen. Ich schaue mich aber erst nochmal ganz kurz hier um. Ja. Hier haben wir auch schon direkt einen von den Kannibalen rumliegen. Und diese entzückenden Schreie sind doch sehr einladend. An Belegschaft und Schülerinnen, anbei unser neuer Tagesplan. Das Wecken erfolgt nun 15 Minuten später und die Flurwachen können die Aufgabenlisten im Laufe der Woche herunterladen. Fragen oder Beschwerden bitte an mich oder Matriarchin Galay. Gruß, Aufseherin Jethra. Wecken um 6 Uhr, Frühstück 6.30 Uhr. Morgenmeditation 7 bis 10, Hausarbeit 10 bis 12 und Mittagessen um 12. Unterricht 12.45 bis 17 Uhr. Lernzeit 17 bis 18 Uhr, Abendessen 18 Uhr, Abendmeditation 19 bis 20 Uhr. Oh, Freizeit 20 bis 22 Uhr, ist ja Wahnsinn. Und dann Nachtruhe. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, 6 Uhr aufstehen. Eklig. Aber gut, was willst du machen? Wie das eben in, ist ja im Prinzip wie ein Internat, ne? Wie das in einem Internat so ist, beziehungsweise halt in einem Kloster. Das nimmt sich dann, glaube ich, nicht so viel. Na gut, schauen wir uns mal hier drüben um, in der anderen Ecke. Wir waren ja bisher nur auf der rechten Seite, vom Reinkommen aus gesehen sozusagen. Ich hab was gehört. Das war meine Schuld. Tut mir leid. Dumme Kuh! Sei nicht so tollpatschig! Okay. Oh, elektronische Signatur von Galay, okay. Da können wir wieder was bei Glyph machen, so wie es aussah. Na gut, dann lass uns mal rüberhetzen. Schauen wir mal, ob es noch irgendwelche Überlebenden gibt. Und zumindest wieder ein bisschen Licht, das ist doch schon mal schön. Gibt's hier auch noch was für uns zum Sammeln? Nee, sieht nicht so aus. Sieht schon schick aus da unten. Okay. Ansonsten nichts für uns. Lass uns weitergehen.